Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP, euer Ding am Start. Schön wieder, schön Mass Effect hier. Und nachdem wir letztes Mal herausgefunden, was mit Saren und so abgeht, und nachdem wir unseren komischen Kollegen verloren haben und alles, müssen wir jetzt... Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Na also. Das wurde auch Zeit. Bisschen Unterstützung. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Ailos anzugreifen? Ailos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Ailos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. I don't care. Die Menschen haben sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Kann ich ihm nicht einfach den Kopf schießen? Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Was will er denn? Er sagte nur, dass er Sie in diesem Club in den Zivilbezirken treffen will. Im Flux. Okay. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Dann jumpen wir mal in den Club. Ah. Dann fahren wir in den Club und saufen uns mit unserem Freund voll. Oder sowas in der Art. Bing, bing. Und? Wie sieht es aus, Garrus? Ist dies besser als die Zitadellsicherheit? Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Es könnte doch noch Hoffnung für Sie geben, Turianer. Die haben jetzt das erste Mal, ich glaube, im Fahrzeug, Fahrstuhl gequatscht, oder? Ihr seid trotzdem hässlich. Oh mein Gott, kann der Bastard mal ankommen. Tür öffnen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Präsidium. Ausrüstungsbüro. Baumlotz. Okay. Müssen irgendwo hin. Zum Präsidium. Was, da hätte es doch noch eins. Andockbucht und
unteren Bezirken. Da muss ich bestimmt hin. Oder? Ah ne, ich kann hier mitfahren. Dann fahren wir jetzt Taxi umsonst. Umsonst. Es geht. Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem. Nein, Mann. Und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Die korrekte Anrede lautet Commander. Die korrekte Anrede lautet Meister. Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Keen. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Ich will keine Werbetexte hören. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Ich möchte, dass Sie ein Mentalstimulanz für mich kaufen. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Die Beschaffung Ihres Mittels steht nicht ganz oben auf meiner Liste, Kieler. In welchem Jahrhundert leben Sie? Glauben Sie etwa, die Salarianer zögern, sich selbst zu pushen? Wenn Sie mir nicht im Namen der Menschheit helfen, dann werde ich jemanden... Halt deine Fresse! Türsteher! LOL! Hey, schön, hier noch einen Menschen zu sehen. Was für ein Lappen. Voll die geilen Moves, Alter. Voll die Heslons. Rita! Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich bin froh, dass sie Anderson! Passiert ist. Sie mussten doch wissen, was geschehen würde. Warum haben Sie mich nicht gewarnt? Ich hab's versucht. Der Botschafter wollte mich keine Nachricht verschicken lassen, bevor Sie angedockt sind. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass Sie weg sind. Was haben Sie vor? Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Nein, wir weg. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen. Halt deine Fresse, Garrus. Du bist fucking useless, Mann. Warum redest du überhaupt? Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davon machen können? Los geht's. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Okay. Ab zur Normandy. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ja, jetzt müssen wir hier hin, ne? Ja.
Wenn der Sicherheitsdienst seinen Job besser erledigen würde, gäbe es keinen Bedarf an Kopfgeldjägern wie mich. Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle und seine Kultisten weigerten sich, sich zu ergeben und wurden beim darauf folgenden Schusswechsel getötet. Waren wir das? Kann sein. Aber wir wollten noch Punkte vergeben. Erst machen wir es gleich, wenn wir hier aussteigen aus dem scheiß Fahrstuhl. Hatten 6 Punkte oder 8 oder sowas. Fahrstuhlfahren macht aber so viel Spaß. Hier ist nicht mal Musik drin, das ist unglaublich. Musik. Oh yes. Punkte vergeben. 6 Stück vergeben wir in. Erstmal Fitness. Und dann. Ja, einfach hier. Damage Rennen Kopf, ey. Damage rein in den Kopf. Oh, Joker. Bitte mach die Tür auf. Ich will nach Hause. Bereithalten. Ich finde diesen Scan so geil. Dekontamination aktiviert. Anderson? Gib mir eine Watsche. Was machen Sie hier? Ich habe nicht nach. That's how you roll. Bringen Sie uns hier raus, Joker. Sofort. Very well. Wo mussten wir hin? Da. Oder? Ich glaube, wir mussten hier hin. Das hieß, ich glaube, Ilios. Wenn mich nicht alles täuscht und tot. Ageton, Zafe, Seife, und hier jetzt. Ja, man. Los geht's. Wespen! Hallo! Commander? Wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Halt deine Fresse. Wir nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Genau, halt deine Fresse. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance.
Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Joker ist einfach der geilste. Etwas Beeilung. Ohne Witz. Der sagt einfach, halt Spawn. Ich mach das. Fertig. Der macht das dann auch. Der ist locker flockig. Der labert nicht, der macht das einfach. Geilste Charakter in dem Spiel. Bitches. Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Ja, cool, dann los geht's, Bitches. Okay, let's do this. Let's go, Geronimo. Oh, yes, 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 yes. Wir snacken euch jetzt weg, weil ihr einfach steht. Kurze Konzentrationsphase hier, Boys. Boys and Girls. Die Dinger gehen mir schon ganz schön auf den Sack. Number one is down. Auf den Sack, diese fetten Teile. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, nice one. Stufenaufstieg. Kiste aufmachen, aber ich bin zu dumm für die Kiste. Die Tür hier geht nicht auf. Okay, es ist aber schon wieder viel Rätselspaß hier. Wir müssen erstmal alles abchecken. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, alles abzuchecken. Aber wir checken das hier erstmal alles ab. Alles. Irgendwie gefällt mir die Gegend. Die hat irgendwie was Mystisches. Mystical. Creepy Leute sitzen auf creepy Steinen. Alles fucking creepy hier.
Und ich laufe einfach, um zu laufen und laufe gerecht. Oh, Feuer! Da ist diese Sniper-Scheiße. Oh, my brother. Alle weggesnackt jetzt hier. Kein Nerv für so eine Scheiße hier. Wird alle ausgeschaltet. Alle. Okay, dann gehen wir jetzt noch die Kiste aufmachen. Und dann chillen wir uns in die nächste Folge. Ah. Es hat gerade gejuckt. Easy peasy, lemon squeezy. Gut. Cool. Dann, meine lieben Pelikane, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt auf diesem geilen Planeten gelandet, wo Saren Mambaren rumchillt. Und den zwiebeln wir jetzt bald weg. Und ihr seid übel geil und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!